vorher wurde in den politischen Debatten in den IA, in Asien-Pazifik, Asia-Pacific verwendet. Und das ist jetzt, wie gesagt, erweitert worden auf den Begriff Indo-Pazifik, weil Indien mit in den Fokus geraten ist. Thucydides, das ist ein Historiker aus der Antike, der den peloponnesischen Konflikt geschrieben hat mit der aufsteigenden Macht Athen und der absteigenden führenden Macht Sparta. Das ist ein Synonym geworden im Lauf der Geschichte für dieses komplizierte Verhältnis, wenn eine Hegemonialmacht einen Niedergang erlebt und eine andere Macht einen Aufstieg erlebt, dass das immer eine problematische Situation ist. Und in den letzten Jahren wurde das gerade in Amerika, aber in der ganzen Welt eigentlich, ein Forscher in den USA hatte ein Buch darüber geschrieben, sogar mit dem Namen Thucydides Trap, und ist ein Konflikt zwischen dem Aufsteigenden und der aufsteigenden Macht China auf der einen Seite und dem bisherigen Hegemon USA, der einen relativen Abstieg dann im Verhältnis zum Aufsteiger erlebt. Ist das so eine große Tension, dass die unvermeidlich in einen Konflikt führt? Oder ob der halt vermieden werden kann? Ich beginne mit einem kurzen Abriss des Verhältnisses zwischen China und USA im Kalten Krieg. Nach der Machtübernahme der Kommunisten 1949, der KP Chinas unter Mao und dem danach folgenden Koreakrieg gab es also überhaupt kein Verhältnis mehr zwischen beiden Ländern, außer dass man sich auf einen Waffenstillstand auf der koreanischen Halbinsel 1953 verständigt hat, nach dem Tod von Josef Stalin. Also keinerlei diplomatische Beziehungen. Es gab einen Geheimkanal über die Botschaft in Warschau, aber wie gesagt, bis zu den Geheimverhandlungen von Kissinger 71 war da eigentlich so gut wie kein Kontakt. Gegen den Willen der USA ist China 1971 mit einer Mehrheit in die UNO aufgenommen worden. Vorher war die Insel Formosa, bekannt als Republik Taiwan, Mitglied. Aber wie gesagt, die Mehrheitsverhältnisse haben sich im Laufe der Jahrzehnte verändert und China ist dann 1971 aufgenommen worden. 1969 bis 1972 gab es eine Neuformierung der Großmächte. Obwohl Russland oder die Sowjetunion damals und China beides kommunistische Mächte waren, haben beide in einem ideologischen und in einem auch Großmachtkonflikt sich im Laufe der 50er Jahre und 60er Jahre immer mehr entfremdet. Das hat dann also in Grenzkonflikten 69 bis 71 sogar dann einen Höhepunkt erlangt und beide haben einen Führungsanspruch innerhalb des sozialistischen Lagers. Und dann kam es nach dem Prager Frühling zu einer Annäherung der Chinesen, weil die Sowjetunion als größere Bedrohung wahrgenommen haben nach 1968 als die USA. Also das war der Wandel in der Perspektive Chinas, Sowjetunion größerer Bedrohung als die USA. Kam es dann zur berühmten Nixon-Reise nach Peking im Februar 1972 und zu einer Neuformierung der Großmächte. Das hat dann zwar bis 1979 gedauert, weil Mao ist gestorben, 76, Chu Enlai kurz vorher. Deng Xiaoping hat 1978 erst in der Nachfolge durchsetzen können. Und dann kam es bei seiner Reise oder kurz vor seiner Reise in die USA 1979 zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Und was wir heute uns kaum noch vorstellen können, die USA und China waren Bündnispartner gegenüber der Sowjetunion. Und die Amerikaner haben Horchposten und Intelligence-Stationen in der Volksrepublik China, in Xinjiang und in der Inneren Mongolei unterhalten, um die russischen Aktivitäten zu beobachten. Also man war verbündet gegenüber der Sowjetunion im Kalten Krieg. 1989, 91, das berühmte Ende der Geschichte, Fukuyama, haben wir im Westen so wahrgenommen, dass die internationalen Beziehungen, ja, der Beginn einer Hegemonie des liberalen Paradigmas sozusagen, dass die Weltgeschichte das als einen Endzustand anstrebt. Die USA waren ein wohlwollender Hegemon und man hat sich eine multilaterale Governance vorgestellt und entwickelt. Und die Wahrnehmung in China war eine diametral andere. 1989 hat dort zu einer Wende geführt. Nicht mehr die Sowjetunion, die ja gerade sich aufgelöst hat oder in der Auflösung war,
war jetzt die Gefahr, sondern die Vereinigten Staaten sind jetzt wieder die größte Gefahr geworden aus Sicht der chinesischen kommunistischen Partei. Und dafür stehen drei Ereignisse, Trifecta genannt, das Tiananmen-Massaker, wo die kommunistische Partei halt das Gefühl hatte, dass USA immer noch nicht es aufgegeben hatte, einen Regime-Change auch in China herbeizuführen, wie er halt vorher in Osteuropa und in der Sowjetunion vollzogen worden ist. Die Auflösung der Sowjetunion hatte ich schon genannt im Dezember 91 und noch der Golfkrieg im Nahen Osten, wo die Chinesen überrascht waren, dass die Widerstandsfähigkeit der Iraker, die ja immerhin einen 8-jährigen Krieg gegen den Iran kurz zuvor geführt haben und der in den Militärausrüstung ungefähr vergleichbar war mit der Ausrüstung der chinesischen Armee, innerhalb von wenigen Tagen und Wochen von der US-geführten Koalition besiegt worden ist. Also die drei Ergebnisse zusammen haben die Neuausrichtung der Strategie in China wesentlich, beeinflusst. Ich komme jetzt zu einer Sache, wo man immer darüber streiten kann, ob es sie gibt oder nicht. Chinas Grand Strategy. Meine Forschung in den letzten Monaten und Jahren neige ich eher dazu, dass es eine gibt, aber es gibt auch genug Wissenschaftler, die eine andere Position hier wahrnehmen. Das vorausgeschickt. 1989 stellen sich die Chinesen auf die neue Konstellation ein. Sie versuchen diese Solar-Superpower USA, diesen alleinigen Hegemon USA, mit einer Blending, also einer Entschärfungsstrategie zu begegnen, weil man sich massiv hier bedroht und unterlegen sieht. Militärisch versucht man mit U-Booten, Minen, Raketen die auf Distanz zu halten von der Seelinie, also mit asymmetrischen Ausgaben. Ökonomisch versucht man die Meistbegünstigung durch die USA aufrechtzuerhalten und einen WTO-Beitritt anzustreben, um sich innerhalb des denkenden Reformkurses weiterhin ökonomisch zu entwickeln. Und politisch versucht man in den bestehenden Institutionen APEC, also Asian Pacific Economic Community, ASEAN ist die Vereinigung der südostasiatischen Staaten und SCO ist die Shanghai-Konferenz, versuchte man teilzunehmen, um Verdichtungen amerikanischer Vormacht dort zu entschärfen, also oder Taktiken der Amerikaner dort zu entschärfen. Das war die Strategie Chinas von 1989 bis 2008. 2001 ist der WTO-Beitritt gelungen. Eins ist noch interessant zu wissen, als der Tiananmen-Aufstand 1989 war, wurden die Chinesen ja sanktioniert, auch von den USA. Aber der damalige US-Präsident hieß George W. Bush, ich komme da auf einer späteren Slide dazu, und das ist eine sehr interessante Konstellation, dass dieser Präsident für die Chinesen eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat. 2008, aber wir bleiben erstmal hier in der chinesischen Perspektive. 2008, die Finanzkrise, die uns alle noch gut in Erinnerung ist, ändert die chinesische Strategie. Die Chinesen erkennen, dass die amerikanische Vormacht doch viel labiler und schwächer sich darstellt, als sie vorher angenommen haben, ändern ihre Strategie, die vorher auf Export und auf, wie gesagt, auf diese Blending-Strategie konzentriert war, auf die USA, in eine des Buildings, des Aufbaus ihres regionalen Raums. Also Südostasien, Japan, Korea, Zentralasien, versuchte man eine regionale Order aufzubauen. Man ändert die militärische Strategie von asymmetrisch auf symmetrisch. Man tut jetzt auch an Flugzeugträger, Kriegsschiffe, Stützpunkte und amphibische Kapazitäten aufbauen. All das, was man vorher nicht gemacht hat, weil man die Aufmerksamkeit der Amerikaner nicht auf sich ziehen wollte. Deswegen damals Blending, Entschärfen, Englisch heißt das ja eigentlich Abstumpfen des Gegners. Ökonomisch tut man die Belt and Road Initiative initiieren 2012, 2013. Man tut alternative Finanzstrukturen, SIPs aufbauen. Das ist die chinesische Variante des westlichen SWIFT-Zahlungsverkehrssystems. Und man versucht eine eigene Credit Rating
Agentur aufzubauen, die ja in der Finanzkrise so eine unrühmliche Rolle gespielt haben, die drei führenden. Politisch engagiert man sich mit neuen Institutionen. Die SICA ist eine zentralasiatische Formation, die von Kasachstan 1992 gegründet worden ist. China übernimmt dort 2014 den Vorsitz, hat ihn bis heute. Und wie gesagt, die Integration der Region, will man die Wertschöpfungsketten ausrichten auf den chinesischen Kern und die Asia Infrastructure and Investment Bank, dafür steht dieses AIIB, wird als Alternativstruktur aufgebaut zur Weltbank und den Strukturen, die uns bekannt sind, also Internationaler Währungsfonds, Weltbank, die ein Zeichen der amerikanischen hegemonialen Ordnung darstellen. Ja, dann kommt es 2017 zu einer neuen Strategieänderung in der Politik Chinas. Das wird deutlich in dem Begriff Great Changes Unseen in a Century. Der wichtigste Begriff in China ist diese Rejuvenation, also Chinas Wiederherstellung seiner alten Position. Das kann man gar nicht groß genug betonen, diesen Begriff. Aber ihr seht hier, die globale Expansion Chinas beginnt hier. Also sie ergänzt den Aufbau einer regionalen Ordnung, die in dieser zweiten Strategie das vorherrschende Ziel war. Und wenn man sich den chinesischen Diskurs ansieht, sieht man, dass sie das als die größte Machtverschiebung seit Beginn der industriellen Revolution betrachten. Also nicht seit dem Ende des Kalten Krieges, nicht seit dem Zweiten Weltkrieg, nein. Seit der Beginn der industriellen Revolution. Seitdem besteht ja diese westliche Vormacht. Zwar ist dort der Staffelstab immer weitergegeben worden, zuletzt dann zu den USA, aber das ist immer innerhalb des westlichen Systems geblieben. Das chinesische White Paper 2019 beschreibt sehr ausführlich die Chancen und Risiken. Diese Great Changes werden herbeigeführt, sagen die Chinesen, durch den Aufstieg Chinas. Und die Risiken liegen darin, dass der Hegemon USA seinen relativen Abstieg nicht, also ihm jetzt erstmal bewusst wird und er ihn nicht einfach hinnehmen wird und versuchen wird, die chinesischen Aufstieg einzuschränken, einzudämmen und abzuschwächen. Das ist also das wichtigste, letzte große Paper aus der chinesischen Veröffentlichung, die hier bekannt sind und die von großer Relevanz sind. Wie drückt sich das aus? Konkret die globale Ordnung formen. Politisch setzt man ganz auf die UN. Auf regionale Foren. Man hat also mit allen Kontinenten, bekannt uns Europäern, ist dieses 17+1 Format mit den osteuropäischen Ländern. Aber es gibt das Gleiche mit der arabischen Welt, es gibt das Gleiche mit der lateinamerikanischen Welt und mit Asien. Man versucht, Koalitionen zu bilden, als 20 Demokratien sich über Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang und Hongkong geäußert haben, hat man eine Koalition von 50 Nationen autoritärer Prägung zusammengestellt und tut sehr offensiv China Solutions versus das westliche Chaos stellen. In der UN gibt es 15 Agenturen und die Chinesen tun 5 davon leiten. Das hat mich also wirklich überrascht, als ich das werden wir hinten dann noch sehen, welche Agenturen das sind. Das ist also enorm, was für einen Einfluss China in den Agenturen der Vereinten Nationen nimmt. Technologie ist der zweite Punkt. Technologie ist für die Chinesen in der Realität Geopolitik. Also Forschungs- und Entwicklungsausgaben spielen da eine zentrale Rolle. Chinesen sind bekannt dafür, immer ihre Pläne hier darzustellen. Made in China 2025 hat den Westen damals sehr erschreckt. Wird jetzt nicht mehr so betont von den Chinesen, weil sie gesehen haben, was das für eine Gegenreaktion im Westen bewirkt hat. Und man versucht, eine Standardsetzung in Technologie also zu erreichen. Der erste große Erfolg in dem Zusammenhang war die 5G-Technologie. Da hat man also die Überbleibsel von Nortel, aus das kanadisches großes Telekommunikationsunternehmen, aus der Branche komme ich ja, damals aufgesammelt. Und die Forschungslabore hatten damals viele Patente im Zusammenhang mit
4G und dem zukünftigen 5G. Und da man gleichzeitig die ITU in Genf, also die Internationale Organisation für Telekommunikationsstandardsetzung, eins dieser UNO-Gremien, die Führung hatte, hat man dort beim G5-Standard zum ersten Mal einen eigenen Standard mit beeinflussen können. Also es ist eigentlich ein Standard, der zu 50% von China geprägt worden ist. Und dadurch war auch dieser große Erfolg von Huawei, ZTE und anderen chinesischen Unternehmen erklärbar. Im Finance-Bereich geht es darum, die amerikanische Stellung im Weltwährungssystem abzuschwächen und mit dem Aufbau einer eigenen Infrastruktur. Und hier habe ich nur das Schlagwort Digital Sovereign Currency, die jetzt im Februar an den Start gehen soll, im Zusammenhang mit der Winterolympiade. Wir sind sehr gespannt, welche Ausformung die haben wird und ob mit dieser Digital Currency es China gelingen wird, hier relativ unabhängig im Weltfinanzsystem operieren zu können. Ökonomisch auch ein Begriff, wo man sagen muss, 50% der Weltproduktion sollen im Jahre 2030 in China stattfinden. Wer sich erinnert, nach dem Zweiten Weltkrieg hatte die USA 50% der Weltproduktion und war damals in der Lage, in allen Foren die Frameworks und die Standards zu setzen. Aber das muss einem schon also sehr nachdenklich stimmen, wenn sie das erreichen. Sie sind auf einem guten Weg dorthin. Das ist ein Wort. 50% der Weltproduktion in der Volksrepublik China. Militärisch globale Ausweitung, Stützpunkte, eine Blue Water Flotte aufbauen. Baidu steht für ein globales Navigationssystem, was die Chinesen früher als die Europäer mit dem Galileo-System installieren konnten. Und sie sind mitten in einem nuklearen Ausbau, in dem sie da ihre unterlegene Position verstärken wollen und ob sie wirklich bis zu einem Equal, also einer gleichen Position wie die Amerikaner kommen wollen, ist nicht ganz sicher. Und der Ausbau von ihren Hypersonic-Waffen spielt hier auch eine große Rolle. Also das sind jetzt in drei Phasen von 1989 bis heute die drei Phasen der chinesischen großen Strategie dargestellt. Wie ich meine, die eine große Relevanz besitzen, auch wenn man, wie gesagt, in Einzelpunkten und kooperative Elemente auch teilweise eine andere Perspektive einnehmen kann. Ich wechsle ganz kurz zur US-Perspektive. Wie haben die USA diesen gleichen Zeitraum gesehen, den wir eben aus der chinesischen Perspektive betrachtet haben? Präsident George Bush, der Ältere, hat relativ milde Sanktionen 1989 nach dem Tiananmen-Aufstand verhängt und die waren auch bis 1992 begrenzt. Der Kongress wollte viel härtere Maßnahmen damals unternehmen, aber der Präsident George Bush, der sehr enge Beziehungen zur Volksrepublik China unterhielt, auch aus seiner Vorgeschichte, hat gegen diese Gesetzesentwürfe sein präsidiales Veto eingelegt. Einmal ist diese Aufrechterhaltung von Normal Trade Relations, also der Meistbegünstigungsklausel gegenüber China, nur mit 6 Stimmen Mehrheit, also unterhalb des 2/3. Also wenn der Kongress mit 2/3, kann er ein Veto des amerikanischen Präsidenten überstimmen und da haben 6 Stimmen damals gefehlt. Und die Geschichte wäre anders ausgegangen, hätte China damals nicht diese Normal Trade Relations bekommen von den USA. Präsident Clinton, sein Nachfolger, hat es dann mit der Taiwan-Krise zu tun, 1995, als die Inselrepublik die Verhandlungen ein Land, zwei Systeme, also dass das Vorbild von Hongkong gesetzt wurde und Hongkong ja 1997 an die Volksrepublik China übergeben worden ist, 1995 abgebrochen. Das hat zu einer militärischen Krise geführt und die USA mussten mit ihren Flottenverbänden in der Taiwanstraße intervenieren und die Chinesen sind zurückgewichen. Chinas Strategie war damals der WTO-Beitritt, das haben wir aus der chinesischen Perspektive zu sehen. Dieser erfolgte 2001 und damit ist dann der eigentliche chinesische Aufstieg in der Weltwirtschaft, hat damit begonnen. Und von 2001 bis heute ist also
Im Jahre 2020 war China für 28% des gesamten weltweiten Wachstums in dem Jahr verantwortlich. Das ist eine enorme Zahl, dass ein Land so einen großen Beitrag leistet für das gesamte Weltwachstum. Sein Nachfolger Bush, der Jüngere, hat dann durch die Terroranschläge, ja, und amerikanische Hybris in dieser unipolaren Weltordnung, Afghanistan, Irak, sagt uns ja, diese Kriege geführt, die Amerika geschwächt haben, und die Finanzkrise 2008, war man angewiesen auf ein Stillhalten der Chinesen, die in den großen halbstaatlichen Immobilienunternehmen Freddie Mac große Anteile gehalten haben, und man hat die Chinesen beruhigt, die ja auch riesige Devisenreserven hatten, in der Krisenbewältigung stillzuhalten, während die Russen damals ihre Devisenreserven auf den Markt werfen wollten und die Chinesen aufgefordert haben, das Gleiche zu tun, waren die Chinesen da besonnen, und da erkennt man auch wieder, wie langfristig ihre Strategien sind, dass sie das damals nicht gemacht haben. Unter Präsident Obama war dann aber, weil die Chinesen die Amerikaner geschwächt gesehen haben, klar erkennbar, dass ein neues Verhaltensmuster aufgetaucht ist. Und Obama, dieser Slogan Pivot Swing to Asia, den Schwerpunkt nach Asien zu verlegen, ist damals zum ersten Mal amerikanischer Politik formuliert worden. Obwohl die Chinesen den Amerikanern zugesichert hatten, dass sie diese Inselriffe, die in der South China Sea bestehen, nicht bewaffnen würden und ausbauen würden, haben die Chinesen das trotzdem getan. Das hat zu deutlichen Verstimmungen in den Beziehungen geführt. Und in der Welthandelsorganisation ist man über die Umsetzung der WTO-Normen immer sich mehr in die Haare gekommen. Und das Schiedsgericht, was solche Streitigkeiten in der WTO, in der Welthandelsorganisation lösen soll, ist nicht erst von Präsident Trump, sondern von Präsident Obama blockiert worden, indem Richter nicht mehr besetzt worden sind. Das ist vielleicht auch den meisten nicht so bekannt, weil wir immer denken, Präsident Trump hätte alles ausgelöst. Aber wir sehen hier, dass von 2009 bis 2016 die amerikanisch-chinesischen Beziehungen schon also einen Niedergang erlebt haben. 2017 die Great Changes Unseen in a Century, die großen Veränderungen nicht gesehen in einem Jahrhundert. Das waren der Brexit, die Wahl Trumps zum amerikanischen Präsidenten, die Ruinierung der westlichen Allianzsysteme. Und wir wissen ja, wie Trump vorgegangen ist damals. In dem ersten Jahr seiner Amtszeit hat er die Chinesen noch relativ hofiert, weil er sie gebraucht hat, um mit seinem nordkoreanischen Freund Kim Il-jung eine Einigung zu erzielen. Dafür hat er die Chinesen gebraucht. Als das dann im Sande verlaufen ist, hat er dann Anfang, schon 2018, aber besonders ab Anfang 2019 eskaliert mit den Zöllen im Handelskrieg, mit der Festsetzung der Tochter des Huawei-Gründers in Kanada, die mittlerweile aber wieder freigelassen worden ist. Und man hat angefangen mit dem Begriff im Technologiesektor die Wertschöpfungsketten zu trennen, die sicherheitsrelevant sind. Hier steht hier der Begriff Decoupling dafür, der englische. Man hat sich gegenseitig sanktioniert, Konsulate geschlossen, und die führenden Mitarbeiter in der Trump-Administration nach dem Ende der Administration wurden auf Lebenszeit gebannt, dass sie nach China fahren dürfen. Das hat den Außenminister, Staatssekretäre und viele andere Mitglieder der Administration betroffen, wegen ihrer, in Klammer, China-feindlichen Politik. Quad, hatte ich vorhin schon gesagt, ist ein Versuch, zumindest im Pazifik. Da ist der Trump nicht so aufgetreten wie in Europa mit der NATO. Dort hat er gesehen, er braucht Bündnispartner und hat also Australien, Indien und Japan hofiert. Die Quad ist ursprünglich ein ziviles Thema gewesen in der Nachfolge dieses Tsunamis, der im Indischen Ozean 2003 so viel Unheil angerichtet hatte, und hat sich aber mittlerweile zu etwas mehr entwickelt. Es ist keine militärische Organisation, aber eine doch sehr, sehr enge Zusammenarbeit hat sich da entwickelt in den letzten Jahren.
Als Präsident Biden die Macht übernommen hat, haben wir gedacht, es würde eine Änderung der Politik kommen. Wie wir feststellen mussten, ist das nicht eingetreten. Im Gegenteil, in der Taiwan-Frage ist, dazu kann man dann im späteren Slide eher eine Zuspitzung erfahren. Und ich möchte jetzt weitergehen auf die nächste Slide. US-Allianzen im Indopazifik sind, Japan ist der wichtigste Partner, Südkorea wegen der Problematik auf der koreanischen Halbinsel. Südkorea ist aber sehr, sehr zurückhaltend in irgendwelchen Aktionen gegenüber China, weil man ökonomisch so eng verflochten ist. Auch Japan ist zu 22% seiner Exporte nach China liefern. Deswegen ist es umso bemerkenswerter, dass die Japaner in den letzten Wochen der amerikanischen Abschreckungspolitik in der Taiwan-Frage gefolgt sind. Das haben sie nicht gemacht. Die haben Taiwan nie erwähnt seit 1969. Shinzo Abe hat in den letzten Tagen erst gesagt, eine Security Case, ein also sicherheitsrelevanter Fall um Taiwan ist auch ein sicherheitsrelevanter Fall für Japan. So deutlich hat sich Japan also in den letzten Jahrzehnten nie ausgedrückt. Insofern muss man das wirklich zur Kenntnis nehmen. Australien ist ein dafür stehendes alte Bündnis, ANZAC 51, AUKUS ist das neue mit dem Nukleardeal für die Unterseeboote. Schlingerkurs macht Philippinen, der eine Annäherung an China versucht hat, aber immer wieder kommt es zu Konflikten in der Südchinesischen See und große Teile des Establishment in Philippinen möchten doch das alte Bündnis mit den USA aufrechterhalten. Man muss jetzt absehen, da Duterte nicht mehr antritt, ob seine Tochter die Macht übernimmt und wie die zukünftige Politik der Philippinen sein wird, ist mit einem Fragezeichen zu versehen. Die ASEAN-Staaten wollen sich eigentlich nicht entscheiden müssen. Alle haben eine ganz enge Handelsverbindung mit China, aber auf der anderen Seite fühlen sie sich auch bedroht und wollen, dass die USA eine wichtige Größe im Indopazifik bleibt, damit also eine Sicherheitsbalance für sie damit erreicht wird. Diese Begriffe First Island Chain, da komme ich nachher dazu in der Frage von Taiwan. Ja, das ist der Brennpunkt, der während in Europa die Ukraine der entscheidende Brennpunkt ist, ist im Indopazifik Taiwan und die Südchinesische See eindeutig die Brennpunkte. Die Area Access Denial ist der chinesische Versuch, die US-amerikanische Flotte auf Distanz halten zu können mit militärischen Maßnahmen, dass es nicht mehr zu einer Situation kommt wie 1995, als die amerikanische Flotte in der Taiwanstraße aufgefahren ist und man zurückweichen musste. Das ist also eine veränderte strategische Situation, sodass man, dass das also von chinesischer Seite das Hauptziel war, diese Stärkung der chinesischen Position zu erreichen. Die USA haben seit 1979 eine Strategic Ambiguity aufrechterhalten. Das heißt, eine Mehrdeutigkeit im Umgang mit China. Man hat ja bei der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen und schon Kissinger im Shanghai-Akkord 1972 sich auf eine One-China-Politik, also eine Ein-China-Politik festgelegt, ohne dass man Taiwan hat ganz fallen lassen, sondern man hat sie ausgestattet mit Militär. Ausrüstung, damit sie sich selbst verteidigen können. Das war all die Jahrzehnte, als China, wie gesagt, und die USA sich gegenseitig entwickelt haben. Die Chinesen halt ökonomisch aufholen wollten und die Amerikaner gehofft haben, es würde durch den Prozess zu einem Wandel durch Handel kommen, hat Taiwan eine untergeordnete Rolle gespielt, mit der Ausnahme 1995, als die Taiwanesen die Verhandlungen abgebrochen haben mit Festlandchina. Aber ansonsten relativ ruhig. Erst die letzten Jahre ist jetzt eine wirkliche Zuspitzung erfolgt. Man will von chinesischer Seite unbedingt verhindern, dass Taiwan sich als einen unabhängigen Staat ausruft. Die Amerikaner haben auf Taiwan hingewirkt, eben genau das nicht zu tun, weil man weiß, das ist ein rotes Tuch für die Chinesen. Aber auch hier muss man sagen, ist in den letzten Wochen in der Administration von Biden eine unglaubliche Anhäufung von Events
die diese strategische Mehrdeutigkeit in Zweifel ziehen lässt. Man hat zweimal in Fernsehinterviews gesagt, dass man Taiwan militärisch unterstützen würde, was man, wie gesagt, Jahrzehnte vermieden hat. Über Japan habe ich schon gesprochen, dass die sich beteiligen an dieser Abschreckungspolitik der Amerikaner. Und man lädt Taiwan ein in eine virtuelle Konferenz der Demokratien, weil Taiwan eine ist, reizt damit die Chinesen zusätzlich und man versucht Taiwan in verschiedene UN-Körperschaften wie die Weltgesundheitsorganisation aufzunehmen. Also alle Sachen, die in China jedes Mal für große Reaktionen sorgen. Das sieht man ja auch in Litauen, wenn ein Land irgendwie oder jedes Land, was mit Taiwan irgendeinen Annäherungsprozess macht, wird von China, also von Rot-China sofort abgestraft und überproportional. Also da sieht man die Bedeutung, die Taiwan für diese Wiederherstellung, die Rejuvenation der Chinesen bedeutet. Das ist die abtrünnige Provinz, die heimgeholt werden muss, die ein integraler Bestandteil Chinas ist. Und das wird man nicht aufgeben. Also da wird eine rote Linie gezogen. Die Frage, ob Taiwan wirklich wirksam verteidigt werden kann, ist eine offene Frage. Hat natürlich eine unglaubliche Sprengkraft. Aber das Wichtigste ist dieser zunehmende Versuch, ich bezeichne ihn schon ein bisschen auch als Verzweiflung, dass man die Chinesen abschrecken will, also was Japaner und die Biden-Administration im Augenblick machen. Ob das gelingt, können wir nur hoffen. Jetzt haben wir die ganze Zeit die USA und China betrachtet, aber es gibt ja noch andere Mächte. Ich habe hier Überschrift gemacht, gibt es eine Bipolarität, also eine neue bipolare Ordnung, oder wird sie multipolar sein? Russland hat seit 1991, wir erinnern uns, der Gegensatz im Kalten Krieg, versucht zu überwinden mit China. Eine Normalisierung mit Freundschaftsverträgen und eine Beilegung der Grenzfragen hat man erreicht. Seit 2014, seit der Krim- und Ukraine-Krise, gibt es eine zunehmende wirtschaftliche und strategische Zusammenarbeit. Also der Westen hat durch seine Sanktionen Russland eigentlich in die Arme Chinas getrieben, das sagen viele Experten. Dieses verbindende Element sind die gemeinsamen Interessen gegenüber der USA, eine Revision der Weltordnung, so wie sie im Augenblick besteht, und sich diesen Sanktionsmechanismen des Weltfinanzsystems entziehen zu können, weil wenn die Amerikaner drohen, Russland zum Beispiel vom SWIFT-System abzukoppeln, wie sie es mit Iran gemacht haben, ist das eigentlich eine rote Linie, die da muss man Alternativstrukturen haben, um dem gewachsen zu sein. Die wichtigste Frage im Case Russland ist, ist es eine gleichrangige Partnerschaft oder ist man langfristig doch der Juniorpartner Chinas, wenn man diesen Weg weiterverfolgt? Fragezeichen. Aber die wichtigste Frage im Zusammenhang mit Russland. Bei Indien und Russland haben während des Kalten Krieges eng zusammengearbeitet, weil die Annäherung Chinas und USA 1971, 72 erfolgt ist. Indien war sehr betroffen von der Auflösung der Sowjetunion, bezieht 2/3 seiner militärischen Ausrüstung immer noch aus Russland. Und gleichzeitig gibt es eine Zunahme indisch-chinesischer Grenzkonflikte seit 2017, die 2020 eskaliert sind und zum ersten Mal dort wieder zu Todesfällen geführt haben an der Grenze. 20 indische Soldaten sind getötet worden in einem Grenzscharmützel. Indien hat in den letzten 20 Jahren eine Annäherung an die USA vollzogen. Der größte Stolperstein war der Nukleardeal. Indien hat 1974 seine erste Atombombe gezündet und ist deswegen vom Westen sanktioniert worden. Aber das ist dann unter der Regierung Bush Junior überwunden worden, weil die USA erkannt haben, Indien ist in dem zunehmenden Konflikt mit China ein wertvoller Partner und man hat sich da geeinigt in dem Nukleardeal 2006. Die Quad hatte ich schon gesagt, die Annäherung dieser Organisation. Die Frage im Case Indien ist, wird man die strategische Autonomie und diese Zweideutigkeit aufrechterhalten, wie sie es bisher gemacht haben, oder wird es eine stärkere Positionierung an der Seite des Westens geben?
Auch das ist mit einem Fragezeichen zu versehen und kann in der Diskussion nachher ein Thema sein. Dann komme ich zur EU. Interesse an einer Aufrechterung einer multilateralen Ordnung, wie realistisch das ist, sei dahingestellt. Die strategische europäische Autonomie, eine Illusion, Fragezeichen, auch das eine Frage, die wir diskutieren können. Oder wird die EU durch die zunehmenden Konflikte mit Russland in der Ukraine-Frage mehr und mehr an die Seite der Vereinigten Staaten wieder gedrängt, weil man sich selbst einfach nicht strategisch selbstständig positionieren kann. Ein wichtiger Faktor ist die nukleare Abschreckung. Die bestehenden Abrüstungs- und Rüstungsverträge, die bestehen eigentlich nur zwischen Russland und den USA. China ist außerhalb sämtlicher Rüstungskontrollverträge und dadurch nicht limitiert, das eigene Potenzial zu vergrößern. Die USA hat versucht in den letzten 20 Jahren ein defensives Raketenschild aufzubauen, hier defensive Aufrüstung genannt. Das hat bei den Russen und den Chinesen dazu geführt, dass sie Angst hatten, dass ihre ICBMs, ihre klassischen, entwertet werden, und hat dort zu Entwicklung von weiteren neuen Waffen geführt. Stichwort Hypersonik. Gefahren. Die Hypersonik-Waffen verkürzen die Vorwarnzeiten erheblich. Eine neue Rüstungsspirale ist in Gang gekommen in den letzten Jahren. Und durch Cyberangriffe können die strategischen Radaraufklärungen gestört werden. Alles drei sehr gefährliche Entwicklungen. Ein Punkt noch, bevor ich schließe. Technologie steht im Zentrum der Systemrivalität für die Chinesen, das hatten wir vorhin gesagt. Und hier gibt es einen grundsätzlichen Konflikt zwischen der langfristigen Strategie Chinas und der kurzfristigen Strategie des Westens. Seit 1990 ist man hier an Shareholder Value, kurzfristige Quartalszahlen, und gewohnt, man macht alles, um die Effizienz zu steigern. Also man hat die japanischen Modelle Kanban und Just-in-Time verbunden mit finanzialisiert, also mit Shareholder Value, und hat die ökonomische Effizienz auf die Spitze getrieben. Und man hat keine Industriepolitik mehr gemacht, wie die letzte große Semitech, als die USA damals innerhalb von wenigen Jahren ihre technologische Führerschaft von den Japanern wieder zurückgewonnen hatten. Die Strategie Chinas steht ganz im Gegensatz dazu. Produktionskapazitäten werden aufgebaut und kontrolliert, um andere in Abhängigkeiten zu bringen. Hier nur ein Beispiel. China kontrolliert 90% aller Solarzellenwafer. Wenn wir also in eine Green Transition gehen wollen, eine Dekarbonisierung der Welt, sind wir dann also so unheimlichen Ausmaßen auf chinesische Produktionskapazitäten angewiesen. Das kann es ja nicht sein. Nach und nach steigt man in den Wertschöpfungsketten, und Ziel sind Technologieführerschaft und Standardsetzung in den einzelnen Technologiebereichen. Konkret wird es im Semiconductor-Bereich eine der entscheidenden Auseinandersetzungen in dem Decoupling Prozess, also in diesem Trennungsprozess der Wertschöpfungsketten, der in den letzten 20 Jahren entstanden ist. Semiconductor-Produktion ist eine sehr, sehr komplexe Wertschöpfung. Sie beruht auf 5 Phasen. Die Architektur. Da erleben wir gerade einen geopolitischen Kampf, dass der amerikanische Halbleiterhersteller NVIDIA ARM übernehmen will. ARM ist eine der offenen Architekturen. Das führt zu Befürchtungen bei amerikanischen Konkurrenten, bei China, dass man abgeschnitten werden könnte von dieser Open-Source-Architektur. Also ganz umkämpftes Gebiet. Design ist die USA eigentlich weitgehend führend immer noch. Die Chipfertigung, die ist aber nur noch bei 3 Firmen im Augenblick, im High-End-Bereich. Natürlich gibt es andere Firmen wie europäische Invineon, Bosch und andere, die also mittlere und größere Losgrößen, also 28 Nanometer und größer, produzieren. Aber 3 Nanometer bis 14 Nanometer gibt es keine einzige Fabrik in Europa mehr, die das produzieren kann. Vor 30 Jahren, 1990, gab es noch 30 Firmen,
die das, die High-End-Produkte produzieren konnten. Heute gibt es noch drei. Also so stark ist diese globale Wertschöpfung. Und eine dieser Firmen, eine dieser Produktionsstätten, die kostet ungefähr 15 bis 20 Milliarden US-Dollar. Und es bedarf ungefähr 2 bis 3 Jahre, bis die überhaupt steht. Ein Lichtblick für Europa im EUV, im Lithografiebereich ist ASML, ein holländisches Unternehmen, was von zwei, das die Technologie aus Deutschland bezieht, nämlich Trumpf für die Lasertechnologie und Carl Zeiss für die Optik, alleine führen und hat eine Monopolstellung. Aber durch die Sanktionen, die von den USA in dem Bereich verhängt worden sind, dürfen die ihre Maschinen, ihre besten, nicht mehr nach China liefern. Auch TSMC darf keinerlei Chips mehr nach Festland-China liefern seit September 2020. Also hier sehen wir enorme Störpotenziale und ja, es wird versucht, den Aufholprozess der Chinesen hier abzuschwächen und aufzuhalten. Du musst vielleicht noch ergänzen, TSMC ist in Taiwan, ne? Das ist halt die führende. Ja, TSMC ist der größte taiwanesische Chiphersteller und im Augenblick kommen 2/3 der weltweiten Chips kleiner 5 Nanometer und vielleicht haben einige unserer Gäste und Zuhörer ein iPhone. Ja. Dort sind die drin, also 5 Nanometer Chips aus TSMC für Apple produziert und entwickelt. Die stammen alle von dort und wenn man dann die Problematik sich erinnert, was für ein Brennpunkt diese Insel ist und 2/3 der Chip-Fertigung im High-End-Bereich von dieser Insel kommen, kann man sich ausmalen, was es bedeuten würde, wenn es da zu einem Konflikt käme, was das für die Weltwirtschaft bedeuten würde. Das Assembling und die anderen Prozesse seht ihr hier noch. Die fertigen Chips werden dann nach China, Indien und Südostasien gekarrt und dort werden sie dann praktisch eingebaut, weil China und die anderen Schwellenländer die Hauptproduktionsorte sind. Ausblick, Katalysator Corona-Krise. Corona hat also neben Trump und Brexit ist der große dritte Punkt, der die Weltlage in den letzten 2 Jahren verändert hat. Wir stehen vor der größten Transformation im Energiesektor. Der wird massive Auswirkungen haben auf die geostrategische Politik. Also weil Erdöl, Erdgas an Bedeutung verlieren könnten und andere Rohstoffe wie Kobalt in Kongo, Lithium in Australien enorme Bedeutungsgewinne haben werden oder Natural Gas, also Wasserstoffproduktion und so weiter. Also wird sich vollkommen neue Infrastrukturen herausbilden und Netzwerke. Die Antwort des Westens auf diese Herausforderung Chinas, wenn man unterstellt, dass China eine Grand Strategy fährt und ein Displacement der USA als Hegemon anstrebt, sind eine Allianz der Demokratien, Clean Network Initiative, eine Bewahrung der Dominanz im Weltwährungssystem und der Versuch, die Standardsetzung weiterhin in den Technologien zu beherrschen. Und wir müssen eine teilweise Deglobalisierung machen, ohne dass wir in Projektionismus verfallen, um die Widerstandsfähigkeit unserer Wirtschaften zu ändern. Und das bedarf dann auch industriepolitischer Maßnahmen in gewissen Technologiefeldern. Und gerade in Europa haben wir da ein Problem, dass wir Wettbewerbspolitik und Industriepolitik in einem Spannungsverhältnis haben. Wir können nur hoffen, dass diese Auseinandersetzung zwischen China und den USA in einer kooperativen Form ablaufen wird.